Weihnachten kann so schön sein. Es gibt ein Foto mit Jürgen Klopp, ein Weihnachtsfeuer, zumindest ein virtuelles, eigenhändig gezapfte Kaltgetränke vom deutschen Meister und Fotos von und mit den Trophäen der letzten Saison zur Erinnerung. Dass das Original der Meisterschale nächste Saison auch noch in Dortmund steht, daran glaubt fast keiner mehr. Ein Sieg in Hoffenheim ist aber auf jeden Fall Pflicht. Ansonsten ist es so, dass wir immer das Gefühl haben, gegen Hoffenheim was gut zu machen zu haben. Und das würden wir gerne am Sonntag tun. Ich habe jetzt gelesen, dass Sead Salihovic auch sehr optimistisch ist, was das Spiel angeht. Und werden wir gucken, wer da recht behält. Hoffenheims Sead Salihovic stichelte schon vor Anpfiff und prophezeite eine hohe BVB-Niederlage. Dortmund hat bereits eine negative Bilanz gegen die TSG. Nur 2 von 8 Spielen konnte man gegen Hoffenheim gewinnen. Aber der deutsche Meister schaut zurzeit voller Sorge vor allem auf den Mann mit der Pfeife. Jetzt in Hoffenheim wäre es schon auch cool, wenn da ein bisschen ein strengerer Schiedsrichter da wäre. Ich weiß gar nicht, wer pfeift, weil Hoffenheim in den letzten Jahren schon immer auch mit extremer Härte da zu Werke gegangen ist. Also ich habe da jetzt kein Problem mit dem körperlichen Aspekt des Fußballs, aber das darf natürlich dann auch nicht übertrieben werden. Die Wende muss her. Schon 3-mal hat Jürgen Klopp in dieser Bundesliga-Saison verloren, so oft wie in der gesamten letzten Spielzeit. Der Anhängerschaft scheint das noch nichts auszumachen. Schwarz und Gelb, durch und durch. Wir haben Leute aus ganz Europa und die sind nicht nur heute da, um jetzt Autogramme zu holen, sondern die kommen auch zu den ganzen Heimspielen. Also nehmen quasi eine 1000 Kilometer Fahrt auf sich um fürs Wochenende, um uns zu unterstützen. Das ist schon aller Ehre wert und da ziehe ich absolut meinen Hut vor. Mit vollen Tüten und vielen Fotos endet die BVB-Weihnachtsfeier für die Fans. Mit 3 Punkten und der nächsten Runde im DFB-Pokal kann Weihnachten auch für die Profis kommen.